Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld im Rahmen von Transparenz TV. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wo es um ein spannendes Thema geht: Jemen, die derzeit größte humanitäre Katastrophe auf diesem Planeten. Und mein Gast zum zweiten Teil des Jemen-Interviews ist Matthias Gast aus München. Herzlich willkommen, Matthias Gast. Matthias Gast ist Mitbegründer der Initiative für Jemen, einem Verein, der 2018 sich in München gegründet hat, bereits ein Benefizkonzert veranstaltet hat, einige tausend Euro einsammeln konnte für Oxfam und Miserior. Er ist im Bündnis gegen die Münchner Sicherheitskonferenz und auch bei der Mahnwache gegen die Hiroshima-Tage mit der Veranstalter. Wir kommen heute in dieser Sendung in den Anschluss zur Sendung Nummer 1 zum Jemen. Auch wenn Sie diesen ersten Teil nicht gesehen haben, werden Sie in der heutigen Sendung noch einmal jetzt die verschiedenen Hintergründe in der Gegenwart, in der Neuzeit dieses Konfliktes beleuchtet bekommen. Matthias, du hast über deine PowerPoint-Präsentation, die du auch zur Verfügung stellst, im Internet gesagt: Hintergründe des Konfliktes auf der Seite 43 und die nächste Folie. Es gibt nicht nur einen Konflikt, sondern es gibt einen nationalen Konflikt und einen internationalen Konflikt und eine Schnittmenge in der Mitte. Vielleicht kannst du uns diese Folie, die ja von dir stammt, näher erläutern. Ich habe diese Folie vor allem deswegen gemacht, damit man ein bisschen versteht, dass dieser Konflikt, also es gibt diesen nationalen Konflikt, den haben wir im letzten Video schon besprochen, der schon sehr festgefahren ist. Und jetzt kommt von außen noch ein internationaler Konflikt rein, da überschneiden sich Interessen. Und man muss es sich so vorstellen, man hat einen Kuchen und fünf Leute wollen ein halbes Stück und sind bereit, mit Gewalt sich dieses halbe Stück zu holen. Das heißt, dieser Konflikt ist festgefahren, weil ich habe nur einen Kuchen. Und genau das passiert im Jemen auch. Das ist militärisch einfach nicht zu lösen. Das geht nur diplomatisch. Und deshalb habe ich eben diese Folie mal zur Verdeutlichung dazu getan. Und wenn wir uns den Konflikt genauer anschauen, also wir kriegen über die Presse eigentlich immer bloß das Narrativ mit, Iran gegen Saudi-Arabien oder Schiiten gegen Sunniten, das ist nicht der Fall. Es gibt einen internationalen Konflikt und es gibt einen nationalen Konflikt. Und die überschneiden sich auch noch. Du hast das auf der nächsten Folie auch dargestellt, 45, also die gängigen Erzählstränge eben nicht, wie du gerade sagtest, Iran, Saudi-Arabien gegeneinander, Schiiten, Sunniten, sondern du zitierst Egon Bahr mit dem Satz: In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht um Interessen von Staaten und um diese Interessen soll es heute auch gehen in dieser Sendung. Ich rufe mal die nächste Folie 46 auf: Konfliktfelder im Iran, Nord gegen Südjemen, schiitische Saiditen gegen sunnitische Schafiiten, Republikaner gegen Royalisten, Königstreue, Houthi-Loyalisten gegen Hadi-Loyalisten und sozial Benachteiligte gegen sozial Bevorteilte. Das heißt, wir haben eine Gemengelage offenbar von sehr verschiedenen Interessen, die im Jemen miteinander ringen. Richtig, ich habe diese Folie nochmal hinzugefügt. Wir hatten ja diesen nationalen Konflikt im letzten Video schon. Und einfach zur Wiederholung nochmal der nationale Konflikt. Und das sind ganz viele Konfliktfelder, die man hier zentral im Jemen hat. Und jetzt kommen eben noch die internationalen Konflikte dazu. Zu denen kommen wir jetzt auf Seite 47. Schauen wir uns das mal genauer an. Natürlich gibt es den Interessensgegensatz und die Interessen von Saudi-Arabien versus Iran. Wirtschaftlicher Konflikt, schreibst du, beide haben viel Öl. Es geht um den Konflikt in der Straße von Hormuz, den Seeweg für Öltanker. Es geht um konfessionelle Spannungen, Schiiten gegen Wahhabiten, also die Hardliner in Saudi-Arabien. Iranische Schiiten lehnen die Herrschaft eines Königs ab.
Wahhabiten erkennen Schiiten nicht als Muslime an. Es geht letztendlich auch um den Konflikt um die Vormachtstellung in der Region, wobei du beschreibst Iran als eine stabile, aufstrebende Macht und Konkurrenten. Jetzt muss man sagen, Iran ist gerade auch in der letzten Zeit doch sehr instabil. Es gab auch dort Aufstände, es gab Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Würdest du, die Folie ist ja schon ein bisschen älter, nach wie vor Iran als relativ stabil bezeichnen? Ja gut, das ist natürlich auch eine Folge, dass man den Iran schwächen will, zum Beispiel durch diese Sanktionen, die von Trump wieder beschlossen wurden. Und damit ist der Iran geschwächt, aber er ist immer noch in dieser Region eine Bedrohung, weil sie eben eine Wirtschaft haben, sie haben eine Führung und könnten Saudi-Arabien als Macht in dieser Region ablösen, also als muslimische Macht. Zwei Länder, die sehr, sehr viel größer sind, also Iran größer als Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien zusammen. Saudi-Arabien ist noch größer als wiederum Iran. Und wenn wir die nächste Folie uns anschauen, Saudi-Arabien nochmal gegen Iran, du zitierst hier ein Strategiepapier, das US Department of State, also Außenministerium. Der Iran wäre strategisch isoliert und nicht in der Lage, seinen Einfluss im Nahen Osten auszuüben. Das Nachkriegsregime in Syrien wird die Vereinigten Staaten als Freunde betrachten, nicht als Feind. Washington sollte damit anfangen, seine Bereitschaft zu bekunden, gemeinsam mit regionalen Verbündeten wie der Türkei, Saudi-Arabien und Katar zusammenzuarbeiten, um die syrischen Rebellen zu organisieren, zu trainieren und zu bewaffnen. Zitat Ende. Du hast dieses Zitat mit in deinen Jemen-Vortrag genommen. Warum? Ich fand also es gab ja damals in WikiLeaks ganz viele Dokumente, die ich als sehr wertvoll erachtet habe. Und da waren auch dieses Dokument dabei. Es gab aber auch viele Sachen, die man dort gelesen hat, konnte man auch auf der Homepage von John McCain lesen. Er hat immer sehr offen geredet und es hat sich in der Regel, war das das Gleiche, was da stand. Aber ich fand eben in diesem Papier sehr wichtig, dass man sieht, der Iran ist eine Bedrohung und deswegen gab es diesen Syrienkrieg. Und dort wurden spezielle Interessen durchgesetzt von mehreren Staaten. Deswegen war der eben auch so undurchsichtig, dieser Syrien-Konflikt, weil eben so viele Staaten dort Interessen vertreten und alle lügen sie und man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll. Aber in diesem Papier ist es wirklich ganz klar beschrieben worden, nämlich den Iran isolieren und dafür mit Türkei, Saudi-Arabien und Katar zusammenzuarbeiten. Also neben den regionalen Konflikten und den regionalen und lokalen Konflikten, die es ohne Zweifel gibt, über die wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben, auch in Syrien, es waren ja Kinder, die an eine Wand in Daraa geschrieben haben, das Volk wünscht den Sturz des Regimes, legt sich oben drüber die Interessenslage von Staaten aus der Region und darüber noch einmal die internationalen Kräfte. Und den Preis, die Zeche zahlen letztendlich die Menschen in Jemen. Und in Syrien könnte man das so etwa zusammenfassen? Also es spielt alles miteinander eine Rolle. Also alles hat mit allem irgendwie zu tun. Und es geht natürlich, also wir waren ja vorhin beim Iran, dass der jetzt sehr schwach ist. Und das war ja auch das Ziel, den Iran zu schwächen, weil der Iran eben eine Bedrohung für diese Region ist, zumindest aus der Sicht der westlichen Staaten, weil er eben stabil ist, weil er eine Wirtschaft hat, weil er eine Regierung hat. Und das. Der Syrienkrieg war eben auch im Interesse, Iran zu schwächen, Iran zu isolieren. Wir kommen zur nächsten Folie. Die Straße von Hormuz ist kein neuer Konflikt. Du hast hier einige der Schlagzeilen der letzten Zeit, der letzten Jahre, muss man genauer sagen, von 2012 zum Teil dargestellt. Gehen wir nun mal auf die internationalen Konflikte. In der Folie 51 sieht man, eigentlich sind es drei Nadelöhre, durch die das gesamte Öl aus dem Persischen Golf oder Arabischen Golf, es gibt ja zwei Versionen, muss, nämlich einmal die Straße von Hormuz, das Bab al-Mandab, das Tränentor eben an der Südspitze von Jemen und den
Suezkanal. Nehmen wir noch die nächste 52 dazu und die bitte ich dich nochmal zu erläutern. Was möchtest du mit dieser von dir eingebauten Folie damit zum Ausdruck bringen? Also wie schon im ersten Video gesagt, diese Meerengen, die sind ganz empfindlich für die Weltwirtschaft, weil eben 80% der international gehandelten Ware über den maritimen Weg, also über die Schifffahrt läuft. Und von der Straße von Hormuz haben wir schon ziemlich viel gehört, weil das ist der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, weil eben die Schiffe, die mit Öl beladen nach Europa wollen, die müssen einmal durch die Straße von Hormuz, dann müssen sie nochmal durch Bab al-Mandab und dann nochmal durch den Suezkanal und dann kommt das Öl endlich in Europa an. Und wenn an einem dieser drei Meerengen es ein Problem gibt, dann gibt es auch in Europa ein Problem mit dem Öl. Und deswegen ist es nicht nur ein saudisch-iranischer Konflikt, sondern ein europäisch-iranischer Konflikt, ein amerikanisch-iranischer Konflikt. Also es hat alles miteinander zu tun. Und ich habe mir in einem Vortrag von zum Jemen von einem Iraner sagen lassen, was bei der Straße von Hormuz das größte Problem ist. Diese Tanker mit dem Öl, die sind ja sehr groß und sehr schwer. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Wassertiefe, um da durchfahren zu können. Und diese tiefe Stelle führt durch iranisches Staatsgebiet. Und deswegen, weil theoretisch diese kleine Spitze da oben von der Straße von Hormuz gehört nämlich noch zum Oman. Und theoretisch könnte man sich darauf einigen, dann fahren sie halt näher am Oman lang, bleiben außerhalb vom Staatsterritorium vom Iran. Das geht aber nicht, weil die Schiffe sind zu schwer. Sie müssen am Iran vorbei. Wir kommen zur Folie 53, der Straße von Hormuz. Und auch die bitte ich dich zu erläutern. Also ich habe mit dieser Folie einfach mal verdeutlicht, wie viele Schiffe und wo lang sie müssen. Also sie gehen aus allen Staaten, Katar oder Saudi-Arabien, alle, die hier in dieser Meerenge sind, die müssen dann letztlich beim Iran vorbei. Und man versucht immer außerhalb dieses Staatsgebietes zu bleiben. Aber wenn ich einen schweren Öltanker habe, dann muss ich eben den Bogen da oben nehmen. Und da geht 30-40% der gesamten globalen Erdölversorgung dran vorbei. Das heißt, wenn das Öl nicht rausgeht, dann stehen in Deutschland die Maschinen still oder in USA, wo auch immer. Alle, die Öl brauchen, haben dann kein Öl. Das heißt, sie haben dadurch auch ein großes wirtschaftliches Problem, weil wenn die Maschinen stillstehen, können sie nicht produzieren, können sie kein Geld verdienen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Konflikt, ein ganz wichtiger internationaler Konflikt. Wobei wir ja vor kurzem zum ersten Mal die Situation haben, dass die erdölexportierenden Staaten ihr Öl nicht losbekommen haben, weil durch die Corona-Krise eine solche Überproduktion war, dass man sogar noch $30 zahlen musste, um das Geld sozusagen einen Negativbetrag, wenn man es abgenommen bekommen haben wollte. Saudi-Arabien, man sieht es, der bis mit großem Abstand größte Produzent. Das weitere Nadelöhr, Seite 54, der Suezkanal, 1869 eröffnet. Die Briten hatten die gesamte Kontrolle, 2018 20.000 Schiffe mit 630 Millionen Tonnen Fracht. Ich glaube auch nicht so bekannt, dass neben dem Tourismus für Ägypten der Suezkanal die zweitwichtigste Einnahmequelle ist mit 6 Milliarden Dollar an Gebühren für die Durchfahrt durch diesen Kanal. Mit Entwicklungshilfe gefördert, gebunden an die Konvention gleiches Recht auf Kanalbenutzung aller Nationen. Auf der Folie 56 hast du dargestellt den Suezkanal mit seiner strategisch wichtigen Lage. 56 die Suezkrise nach dem Versuch der Verstaatlichung. 67 der Sechstagekrieg, dann 73 der Yom Kippur-Krieg. Und Ägypten erlebte unruhige Jahre in der Vergangenheit, 2013 den Sturz von Mohamed Mursi. Die Proteste begannen beim Suezkanal,
Dann kam es zum Militärputsch und inzwischen, du bezeichnest Abdel Fattah als Diktator, er war Militärgeneral, hat ein Blutbad angerichtet mit 1000 bis 2000 Opfern 2013 im August, mit mehreren hundert zum Tode verurteilten Regierungsgegnern. Und dieses Land erhält jährlich 1,3 Milliarden US-Dollar Militärhilfe aus den USA. Wenn wir noch die nächste Folie 57 uns anschauen, ja, du zitierst hier die Bundesregierung, Angela Merkel mit Herrn Assisi. Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben und Herausforderungen wünsche ich Ihnen Mut, Entschlossenheit und viel Erfolg. Müsste deiner Ansicht nach Frau Merkel und die deutsche Regierung in Ägypten anders auftreten? Selbstverständlich. Also wenn ich mir anschaue, wie man mit Syrien umgeht, wie man mit Russland umgeht und vielen anderen Staaten, wo es definitiv Menschenrechtsprobleme gibt, aber auch deutsche Interessen, sieht man hier in Ägypten, dort gibt es Menschenrechtsprobleme, aber die deutschen Interessen werden gewahrt, nämlich dass der Suezkanal sicher ist, dass dort ausgebaut wird. Also dieser Suezkanal muss ja immer instand gehalten werden, weil er durch den Sand immer wieder automatisch zugeschüttet wird. Das heißt, man muss ihn freihalten, man muss Geld investieren. Und das hat eben dieser Militärdiktator gemacht. Er hat sich um den Suezkanal gekümmert, hat Geld investiert, hat auch gesagt, die Schifffahrt bleibt frei und gibt keine Probleme. Und deswegen wird er eben hier in den westlichen Staaten akzeptiert, weil wir eben dort ein Interesse haben. Wir sehen es auf der nächsten Folie aus NTV, Wirtschaftspolitisch, Politik auf Ägyptisch. Al-Sisi lässt den Kanal ausbauen, damit eben auch die großen Schiffe weiter dort durchfahren können und Ägypten letztendlich verdient an dieser Durchfahrt. Wir kommen zum Kernkonflikt, so bezeichnest du das auf der internationalen Ebene. Und hier sieht man nochmal das bereits angesprochene Bab el-Mandeb, das Tor der Tränen. So die deutsche Übersetzung. 80% aller weltweit transportierten Handelswaren werden maritim, also per Schiff, befördert und davon 40% durch dieses Tor der Tränen. Das heißt, 72%, rund ein Drittel aller Waren auf der Welt müssen an dieser Nahtstelle in Jemen vorbei. Und damit ist diese Meerenge hochsensibel für den internationalen Handel. Wenn wir uns die nächste Folie noch von dir 62 anschauen, ja, Militärstützpunkt, und diese Folie bitte ich dich selbst zu erläutern. Diese Meerenge, also einfach um zu verdeutlichen, warum diese Meerenge so sensibel ist und dass es auch nicht nur gesponnen ist, habe ich eben Djibouti noch mit hinzugenommen. Djibouti ist auf der anderen Seite vom Bab al-Mandab, also vom Tor der Tränen. Und hier gibt es eine Reihe von Militärstützpunkten. Dieses Land, die Wirtschaft von diesem Land ist wahrscheinlich nur die Militärstützpunkte. Und dort treffen sich China, USA, Frankreich, Italien, Japan, Saudi-Arabien. Und Deutschland hat dort auf jeden Fall ein Büro. Und da geht es in erster Linie darum, die Sicherung der Schifffahrt, weil das eben eine empfindliche Meerenge ist, weil man theoretisch mit einem kleinen Boot ein großes Schiff angreifen könnte vom Jemen aus. Und dort hat zum Beispiel auch die Bundeswehr, also dieser ganze Bereich, wo heute die Seeblockade ist, ist gleichzeitig ein Operationsgebiet der Bundeswehr. Und deswegen hat auch die Bundeswehr ein Büro in Djibouti und von dort aus wird viel koordiniert. Im Rahmen von Atalanta zur Überwachung, da wird ja immer gesagt, es geht auch um Piraterie, damit keine Piraten die Schiffe kapern und damit die Schifffahrt eben frei laufen kann. 63, das Bab el-Mandab, Ägyptens Al-Sisi-Präsident, sagt, eines der vorrangigen Ziele der Militärintervention im Jemen sei die Sicherung der Meeresstraße, die Priorität Nummer 1, der Schutz der Handelswege. Priorität 2 hätte Demokratie und Menschenrechte
sofern sie dem Schutz der Handelswege nicht im Weg stehen, so die Auffassung des ägyptischen Präsidenten. Ich habe bei dir diese Karte gefunden, die mir bis jetzt noch nicht begegnet war. Die Nummer 64 bitte ich dich, uns zu erläutern und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Da geht es um Öl und Gas, oder? Ja, Öl und Gas in Jemen. Richtig. Gerade wenn es um arabische Konflikte geht, wird immer ganz schnell verbreitet, ja, da geht es um Öl und dann hat man schnell ein Narrativ und verfolgt das nicht weiter, weil die arabische Welt hat nun mal viel Öl. Im Jemen ist es nicht so. Sie haben zwar Öl, sie haben auch Gas, aber wie ich schon gesagt habe, der Präsident wurde bestochen für Öl- und Gasrechte. Das heißt, das ganze Öl, das ganze Gas gehört Jemen eigentlich nicht mehr, sondern irgendwelchen Ölkonzernen in Europa. 0,2% an den weltweiten Ölreserven sind jetzt wirklich nicht eine große Menge. Das heißt, es sind nicht die Rohstoffe Jemens selbst, die lukrativ sind, sondern es ist tatsächlich die strategische Lage eben an diesem Nadelöhr. Wir kommen zum vierten Teil deines Vortrages, die Folgen für die Menschen im Jemen. Und du zitierst hier Henrietta Fore, die UNICEF-Exekutivdirektorin, also des Kinderhilfswerkes, die am 15. Mai 2019 vor der UNO gesagt hat, der Jemen ist ein Test unserer Menschlichkeit und im Moment bestehen wir diesen Test nicht. Warum bestehen wir diesen Test nicht, frage ich Matthias Gast. Das ist genau der Punkt, warum wir auch diese Initiative gegründet haben, weil der Jemen wird ignoriert. Das ist eigentlich ein gewaltiger Konflikt, ein ganz schlimmer Konflikt und es leiden im Prinzip alle Menschen im Jemen darunter, anders als in Syrien. In Syrien gibt es Gegenden, da hat am Abend die Diskothek auf und die Geschäfte alle auf. Da kriegt man vom Krieg nicht viel mit. Im Jemen ist es aber nicht so. Der Jemen ist wirklich ein ganz grausamer, schlimmer Konflikt, der von allen ignoriert wird. Und deswegen hat eben diese Frau das angesprochen. Und es gibt immer wieder bei der UN Zitate, wie eben mit dieser schlimmsten humanitären Krise und so weiter. Aber es wird auch weiterhin ignoriert. Du hast ein paar Zahlen und Fakten zusammengestellt. Ein Viertel der Angriffe treffen eben Krankenhäuser, humanitäre Einrichtungen, Privathäuser, Märkte oder Schulen. 2018, am 12. Dezember, hatte die Süddeutsche mit einer Doppelseite aufgemacht. Vielleicht sehen Sie es, Jemen und die Bombenrüstungsexporte aus Europa befeuern den Konflikt. Da war unter anderem eben auch zu lesen, dabei spielt Waffentechnik aus deutscher Produktion eine zentrale Rolle im Jemen. Viele der Angriffe, die Zivilisten töten, kommen aus der Luft. Die saudische Luftwaffe setzt unter anderem auf Tornados und neue Eurofighter. Typhon. Für die Betankung in der Luft kommen Airbus-Maschinen vom Typ A330 zum Einsatz. Alle diese Fluggeräte stammen aus europäischer Produktion. 20.000 Luftangriffe, 2016 große Trauerfeiern mit vielen hundert Toten, ein Schulbus, der getroffen wurde, all das ging durch die Presse. Und wir sehen auf 68 noch einmal die Umsetzung der UN-Resolution 2216 bedeutet ein Waffenembargo gegen die Houthis. Eine Luft- und Seeblockade soll iranische Waffenlieferungen unmöglich machen. Ein ganz sensibler Bereich ist vermint. Es gab schon 1500 Tote durch Minen und mehr als 3000 Verletzte. Jemen ist extrem abhängig vom Ausland. 90% seiner Lebensmittel kommen von außerhalb. Das heißt, wenn keine Nahrung kommt, haben die Menschen Hunger. Jetzt hast du hier an der Stelle das Wort Völkermord in die Diskussion mit eingefügt und ich bitte dich selber, diesen Artikel 2 zu interpretieren. Nun, ich habe das ganz bewusst aufgenommen, weil dieses Wort Völkermord wird in Bezug auf Jemen sehr, sehr selten verwendet. Ich habe es aber schon gehört. Aber wenn man sich diese Konvention über die Verhütung und Bestrafung
des Völkermordes durchliest, dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass es ein Völkermord ist. Und hier steht eben, unter Völkermord sind im vorliegenden Übereinkommen alle folgenden Handlungen zu verstehen, mit denen beabsichtigt wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und im Abschnitt C, absichtliche Beeinflussung der Lebensbedingungen der Gruppe, die dazu bestimmt sind, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Und genau das macht die Luft- und Seeblockade, indem sie nämlich auch Nahrung und Medikamente fernhält. Und damit ist es für mich ein Völkermord und müsste eigentlich bestraft werden, weil das nämlich das schlimmste Verbrechen, was es überhaupt gibt. Durch die Medien geht immer wieder auch mal, dass Epidemien dort ausgebrochen sind. Infrastruktur ist zerstört, Wasser verunreinigt, es gibt keine Medikamente. Es ist der größte je aufgezeichnete Choleraausbruch in der jüngeren Menschheitsgeschichte. Viele Ausgehungerte, auch Diphtherie ist inzwischen nachgewiesen. Und auf der Folie 71, Hungersnot, sehr viele Menschen, und zwar sehr viel mehr zum Beispiel als auch in Syrien, hungern im Jemen und sind bereits an den Folgen durch plötzlichen Herztod oder Koma gestorben. Alle 10 Minuten stirbt in Jemen ein Kind, das sind 144 Kinder am Tag, 52.000 im Jahr. Eines dieser von Hungersnot bedrohten Kinder, wo ihr euch jetzt einsetzt, dass sie Gelder bekommen über Oxfam, über Miserio, um diesen Kindern und den unterernährten Menschen zu helfen. 85.000 Kinder unter 5 Jahren sind seit Kriegsbeginn an Hunger gestorben. Wie kommt es zu Folie 73? Wo hast du diese Fragen an Gott von Schulkindern gefunden? Gute Frage. Da müsste ich fast nachschauen. Das war wahrscheinlich durch meinen Job. Ich habe ein Praxisheft für einen Religionsunterricht gelayoutet und da waren eben diese Fragen drin. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welches Heft genau das war, aber es war auf jeden Fall für einen Religionsunterricht gedacht. Und hier fragen eben Kinder, ich habe an dem Tag, wo ich diese Folien geschrieben habe, habe ich das gelayoutet und habe das spontan mit aufgenommen. Und hier fragt zum Beispiel Frieda, wieso gibt es arme Menschen, die auf der Straße leben und kein Essen haben? Und Tina, 9 Jahre alt, wieso siehst du zu, wenn am Tag mehr als 10.000 Menschen sterben? Also die Und orthografischen Fehler sind von dir übernommen, für alle, die sich wundern, dass hier Menschen und Wen falsch geschrieben sind. Ja, genau. Ja, das ist ja beim Zitieren so, dass man die Fehler mit übernimmt. 821 Millionen Menschen leiden derzeit Hunger. Das heißt, wir haben wieder neu eine aufsteigende Kurve, nachdem die Menschheit jahrelang auf einem guten Weg war und die Hungertoten zurückgegangen waren. Wir kommen zur 74. Folie, die Flüchtlinge. Die Situation macht es den Flüchtlingen schwierig. 10% sind Binnenflüchtlinge. Im Süden des Oman gibt es große Zeltstädte. Der Oman hat einen ganz großen Zustrom von Menschen, die aus dem benachbarten Jemen gekommen sind. Und was wir tun könnten, das sieht man auf dem nächsten Bild, wäre zu verhindern, dass weiterhin der Drohnenkrieg geführt wird. Warum tötest du meine Familie? Steht hier auf diesem Plakat eine US-Drohne, die gesteuert wird über das Relais in Ramstein in Deutschland. Ich bitte dich, die Folie Nummer 76 selbst zu interpretieren. Drohnenkrieg seit 2002. Im Jemen gibt es ja seit 2002 schon den Drohnenkrieg. Und das lag daran, also Al-Qaida kommt ja eigentlich aus Saudi-Arabien. Viele meinen, es kommt aus Afghanistan, weil die haben wir ja angegriffen. Aber es kommt eigentlich aus Saudi-Arabien. Und Al-Qaida akzeptiert eben keinen König, also zumindest in Saudi-Arabien. Und deswegen wurden die dann vertrieben, sind alle rüber in den Jemen gegangen.
Und dann muss man Al-Qaida eben im Jemen bekämpfen. Und das, so wird eben auch der Drohnenkrieg im Jemen begründet. Es gab dort registriert 300 Angriffe, vermutlich sind es mehr. Es soll 1000 Tote gegeben haben, da vermute ich eher, dass es noch viel mehr sind. Interessant ist, dass die registrierten Drohnenangriffe, da gab es immer eine bestimmte Zielperson, aber die Jemeniten, die sagen manchmal auch was anderes. Da gab es einen schönen Bericht neulich, da ging es über die psychologischen Folgen und da hat man schon rausgelesen, keiner weiß, warum die Drohne dort eine Rakete hingeschossen hat, aber es sind lauter Unschuldige gestorben. Und dann gibt es eben beim Drohnenkrieg hier im Jemen auch ganz hohe Kollateralschäden. Hier ist zum Beispiel, das sind die registrierten Fälle, das sind drei Terroristen, zumindest als Terroristen geführt. Ob sie Terroristen waren, wissen wir nicht. Und hier sind einmal 57 Menschen gestorben, einmal 48 und einmal 44. Das heißt, ich habe ganz viele Tote und ich wollte nur einen töten. Und das heißt, ich habe es mal durchgerechnet mit dieser Statistik, die damals auch im Guardian stand. Es waren 97% Kollateralschaden und das ist alles andere als eine Präzisionswaffe. Und derzeit klagen drei Menschen aus dem Jemen gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil die Bundesregierung eben zulässt, dass über deutsches Territorium in Ramstein diese Drohnen gesteuert werden, die Menschen im Jemen töten. Wir kommen zur Folie 77, posttraumatische Belastungsstörung, auch das ein großes Thema im Jemen. Eine Studie von den Ärzten gegen Atomkrieg, Ärzte in sozialer Verantwortung über die Folgen des Drohnenkrieges sagt, 72 von 100 Befragten zeigten diese posttraumatischen Belastungsstörungen als Symptome. Wahrscheinlich haben 27 von ihnen tatsächlich das PTBS-Syndrom. Und nur eine Person von 100 Befragten hatte keine Auswirkungen. Das heißt, es ist eigentlich ein permanenter Dauerzustand, in dem die Bevölkerung hier gehalten wird. Wir kommen zum letzten Teil. Deutschlands Beitrag zum Völkermord. Und du zitierst hier die finale Fassung von Sondierungsgesprächen, die bitte ich, diese Folie dich selbst zu erläutern, hier die 79. Also das ist im Prinzip eine Passage aus den Sondierungsgesprächen. In der Folgefolie habe ich dann auch den tatsächlichen Koalitionsvertrag. Da sieht man auch schon das, was bei den Sondierungsgesprächen ausgemacht wurde, dass man eben keine Ausfuhren an Länder genehmigt, solange diese am Jemenkrieg beteiligt sind. Das ist dann im Koalitionsvertrag schon mal wieder abgeschwächt worden. Und nach dem Koalitionsvertrag hat man sich dann auch nicht mehr dran gehalten und weiter exportiert. Das heißt, es sind alles nur leere Versprechungen und geliefert wird weiter. Also, um es nochmal hier die Unterschrift, die unterzeichnete Version zu zeigen: Die Bundesregierung wird ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemenkrieg beteiligt sind. Das war die Fassung der Sondierungsgespräche. In den Vertrag aufgenommen wurde in der Koalition: Für Drittländer, die weder NATO noch Mitgliedsländer sind, gab es dann folgende Regelung. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Wie sieht die Realität aus? Vor dem Koalitionsvertrag Rüstungsexporte für 4,6 Milliarden Euro in den Jahren 2015 bis 2017. Nach dem Koalitionsvertrag, wo es eigentlich keine Exporte mehr geben hätte dürfen, allein 254 Millionen an Saudi-Arabien innerhalb von 6 Monaten und 45 Millionen im Jahre 2018 an die Vereinigten Arabischen Emirate, im vergangenen Jahr sogar 206 Millionen. Beide sind Kriegsparteien im Jemenkrieg. Ägypten hat ein Kriegsschiff für 500 Millionen und 165 Militärlaster bekommen. Es gab dann die Lieferpause nach dem Khashoggi-Mord. Es wurde ein Waffenembargo von Peter Altmaier als Alleingang bezeichnet.
Tatsächlich wird seit 2016 von der EU ein Waffenembargo gefordert. Welche Länder sind eigentlich vorne dran und sagen, wir brauchen ein Waffenembargo gegenüber allen am Jemenkrieg beteiligten Staaten? Also, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt das ja so dar, wenn wir nicht liefern, dann liefert jemand anders. Aber im Europäischen Parlament, man darf nicht vergessen, die meisten Länder in Europa sind keine, die ihre Wirtschaft mit Rüstung begründen. Und Frankreich und Deutschland gehört aber dazu. Und das sind eigentlich die beiden Länder, die schon seit Jahren ein Waffenembargo an Saudi-Arabien verhindern. Weil wenn man in der Datenbank viele, viele Beschlüsse und so weiter vom Europäischen Parlament kann man ja online abrufen und wenn man da reinschaut, geht das schon sehr lange, dass man dieses Waffenembargo für Saudi-Arabien schon ganz lange fordert, aber immer von denen, die dran profitieren, blockiert wird. Wir schauen es uns nochmal an. Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Februar 2016 zur humanitären Lage im Jemen. Dort fordert die Vizepräsidentin und hohe Vertreterin angesichts der schweren Vorwürfe betreffend den Verstoß gegen internationales Völkerrecht durch Saudi-Arabien im Jemen und des Umstandes, dass die fortgesetzte Genehmigung von Waffenverkäufen an Saudi-Arabien daher im Widerspruch zu dem gemeinsamen Standpunkt der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 2008 des Rates stehen würde, auf eine Initiative zur Verhängung eines Waffenembargos der EU gegen Saudi-Arabien in die Wege zu leiten. Ich komme nochmal zurück auf den bereits von mir gezeigten Artikel Jemen und die Bombenrüstungsexporte aus Europa. Der große Artikel darunter heißt Die Schuld der Industrie. Zum ersten Mal könnte sich der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag der Frage widmen, ob die Manager von Rüstungskonzernen strafrechtlich zu belangen sind. Im Text heißt es dann, ich zitiere, die Gräuel im Jemen seien ein dringendes Thema, schrieb die Chefanklägerin, gegen Bürger in Saudi-Arabien könne sie nicht ermitteln, weil dieser Staat dem Gerichtshof nicht beigetreten ist. Aber Rheinmetall und Airbus, Manager, sind zum ersten Mal von Menschenrechtlern beim Internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Frage, ist das deines Dafürhaltens ein gangbarer Weg, um den Krieg, das Wasser abzugraben im Jemen? Also, man muss es so sehen, Saudi-Arabien hat schon mehr als genug Waffen. Die können noch ein paar Jahre Krieg führen, auch wenn wir nicht liefern. Aber man darf eben nicht vergessen, ohne Waffen kann man auch keinen Krieg führen. Und wenn wir uns mal anschauen, in München damals im OEZ gab es ja diesen Amoklauf und den Waffenhändler, also der hat eine Pistole verkauft, den hat man zu 7 Jahren Haft verurteilt. Und wenn man das aber an groß macht und tausende Waffen verkauft, dann passiert gar nichts. Aber das Gericht hat damals entschieden, dass dieser Waffenhändler, der diese eine Pistole verkauft hat, Mitschuld an den Toten hat. Und genauso müsste man auch urteilen, wenn es um die großen Waffenhändler geht, die nämlich tausende Waffen an Saudi-Arabien geben oder an Katar, die es dann weiter an Rebellen in Syrien geben oder auch die Türkei, die auch immer wieder Waffen weitergibt. Und irgendwelche Rebellen in Syrien bewaffnet. Und das ist unserer Regierung eigentlich auch bekannt, aber es ist auch gut für unsere Wirtschaft. Wir haben bereits an dieser Stelle auch mit Jürgen Gresslin gesprochen, der sagte, Rheinmetall lieferte Munition über eine Tochterfirma in Italien an Saudi-Arabien, die dort im Jemenkrieg eingesetzt wurden. Man hatte Munition und Splitterteile auch zum Teil gefunden aus Rheinmetallproduktion. Patrouillenboote, die auch geeignet sind, Häfen abzuriegeln, wurden an Saudi-Arabien geliefert, um dort die Bevölkerung auszuhungern im Jemen. Alles Dinge, die uns zu Lasten gehen, auf das Konto letztendlich der Bundesregierung, weil sie die Ausfuhren nicht verhindert. Deswegen wäre ein großer Appell hier noch einmal, Initiativen wie Stopp den Waffenhandel, Aktion Aufschrei zu unterstützen. Du hast hier auf der Folie mitgebracht, bis zum 30.09.2019
Rüstungsexporte auf eine Anfrage von Omid Nuripur von den Grünen an Ägypten 800 Millionen, Katar 212 Millionen, die Vereinigten Arabischen Emirate 206. Großbritannien hat 432 Millionen Euro Waffen geliefert und die Vereinigten Staaten 378. Alles Staaten, die nicht im Geruch stehen, die Menschenrechte zu achten. Rüstungskontrolle umgehen. Du hast auf der 84. Folie noch einmal hier das bereits von mir aufgezeigte Faktum dargestellt. Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen als Grauzone. Rheinmetall RWM Italia liefert die MK-83-Bomben an Saudi-Arabien und Rheinmetall Denel Munition in Südafrika liefert Munition für diesen Krieg. Lizenzwerke im Ausland, Heckler & Koch lässt seine Gewehre im Iran. Die Lizenz ist abgelaufen, aber Iran produziert und exportiert weiter. Heckler & Koch G3 und G36 Lizenzwerke in Saudi-Arabien gibt es seit 2008. Das wären eigentlich die Dinge, wo angesetzt werden könnte, noch einmal um diesen Krieg das Wasser abzugraben. Krieg wird auch finanziert und ich bitte dich selbst, die Folie 85, das lukrative Geschäft am Beispiel Deutsche Bank zu erläutern. Ich habe die Kreditinstitute ganz bewusst mit hinzugenommen, weil man immer vergisst, diese ganzen Rüstungsfirmen, die unmoralische Geschäfte machen, die werden auch finanziert. Das heißt, das kann sein, dass es einfach nur Aktienanteile sind, dass ich jetzt zum Beispiel an den Rüstungsfirmen Teilhabe habe und die Rendite, die ist sehr hoch. Also die Deutsche Bank hat ziemlich viele Aktien von den Rüstungsfirmen. Auch die Sparkasse hat das schon gemacht, musste dann aber zurückrudern. Und ja, und dann die Kredite werden in der Regel gegeben. Also wenn ich jetzt einen Großauftrag für Panzer habe, dann brauche ich erstmal einen Kredit, um die Panzer zu produzieren und zahle den Kredit zurück, wenn ich das Geld von dem Kunden bekomme. Und das heißt, unsere Kreditinstitute, die sich ja doch immer mit einer weißen Weste begleiten, sind sozusagen mitschuldig, indem sie es mitfinanzieren. Und da gibt es einen Report, der nennt sich Dirty Profits. Der kommt jährlich raus und da kann man solche Sachen nachlesen. In der Broschüre Die Waffen meiner Bank von Urgewalt finden Sie auch, dass eigentlich ja, viele große deutsche Kreditinstitute in die Waffenproduktion verwickelt sind. Fragen Sie nach bei Ihrem Bank- und Kreditinstitut, wo Sie Ihr Geld angelegt haben. Auf der Folie 86 sieht man die Operation Atalanta, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist. Sie soll dort mit dafür sorgen, dass keine Piraterie getrieben wird, dass die Schifffahrt ungehindert fahren kann. Einer der Hintergründe ist auch, dass die Meeresbestände vor der Küste Somalias leergefischt wurden und etliche derer, die heute als Piraten dort kriminelle Energie aufwenden, um Schiffe aufzubringen, konnten früher einmal auch als Fischer ihren Lebensunterhalt verdienen. Du hast die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen hier auf der Folie 87 zitiert. Ich frage mich, was hat der deutsche Bürger davon, wenn sie jetzt auch noch Djibouti zu einem Militärstützpunkt der deutschen Kriegsmarine ausbauen wollen? Die Mission Atalanta kooperiert zudem mit der Kriegsflotte der saudischen Kopfabdiktatur und des Golfkooperationsrats bei der Blockade des Jemen. Insofern greifen sie mit der Mission Atalanta in den jemenitischen Bürgerkrieg ein. Wie könnte denn eine konstruktive Politik aussehen, wenn der Bundestag denn etwas für den Frieden in diesem Land tun wollen würde? Also in erster Linie versucht ja die Bundeswehr dort in diesem Gebiet deutsche Interessen durchzusetzen. Und wenn man sich genau anschaut, dieses Operationsgebiet umschließt den Jemen. Das, was die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen gesagt hat, das ist ein Hinweis darauf, dass sie eventuell kooperieren. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist.
Die Bundesregierung würde es abstreiten. Aber was man ganz sicher sagen kann, die Seeblockade findet zumindest vor den Augen der Bundeswehr statt, weil das genau die ihr Operationsgebiet ist. Du hast noch am Ende deines Vortrags auch einige Literaturhinweise. Michael Lüders, Jürgen Totenhöfer, den Report der Ärztinnen und Ärzte gegen Atomkrieg, Said al-Dailami, Katharina Schwager, Frederik Obermeier und Mareike Dransfeld von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Zur aktuellen Lage im April: Friedenschancen im Jemen schwindet. Die Süddeutsche Zeitung machte mit diesem Artikel auf und verwies darauf, dass durch die Corona-Pandemie ausgelöst der UN-Generalsekretär zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen hatte. Zunächst 2 Wochen hielt sich Saudi-Arabien daran und war die Initiative, der Initiator, hat dann für einen Monat auch diese Waffenruhe verlängert. Wie haben die Houthis darauf reagiert, die schiitische Seite? Ja, die Houthis, die halten sich eben nicht daran. Das Problem ist eben auch, dass die Houthis in der Regel nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Und wenn Saudi-Arabien zusammen mit der UN irgendwas beschließt, dann heißt das nicht, dass die Houthis das übernehmen. Aber es zeigt auch, die Houthis wollen den Krieg weiterführen. Und das, was ich ursprünglich gesagt habe, im Krieg gibt es keine Guten, weil Menschen töten immer schlecht ist, egal von welcher Seite. Im Juni, am 3.6., war wieder in der Süddeutschen zu lesen: Verzweifelter Appell humanitären Helfern in Jemen geht das Geld aus. Nun soll eine Geberkonferenz katastrophale Einsparungen verhindern. Das heißt, die Lebensmittelrationen, obwohl jetzt schon Hunger ist, mussten noch einmal um die Hälfte gekürzt werden. Und bei einer Sammlung sollten 2,4 Milliarden zusammenkommen. Das Ergebnis wurde nicht erreicht. Das heißt, es bräuchte jetzt einen Aufschrei eigentlich der Weltöffentlichkeit zu sagen: Wir wollen die Menschen, 27 Millionen etwa werden geschätzt im Jemen, nicht mehr alleine lassen. Wir brauchen einen Waffenstillstand und wir brauchen den Zugang für Helferinnen, für medizinisches Personal, um den Menschen dort nach 5 Jahren Krieg endlich einen Waffenstillstand und eine Perspektive zu geben. Ein Schlusswort noch von dir, Matthias, als Mitinitiator der Initiative für Jemen. Und zwar in den Vorträgen weisen wir immer auf den Förderverein Aktion Jemenhilfe hin. Wir haben selber kein Spendenkonto, wir wollen kein Geld. Alles, was ich tue, finanziere ich selber. Aber wir kennen eben diesen Förderverein Aktion Jemenhilfe persönlich. Die haben auch bei uns schon Vorträge gehalten. Die betreiben dort ein kleines Krankenhaus. Und später haben die Jemeniten beschlossen, dass sie da draußen noch ein Kinderheim machen, wo mittlerweile 80 bis 90 Kinder untergebracht sind. Deswegen fordern wir immer auf, wenn ihr spenden wollt, spendet dort, weil die kennen wir und da wissen wir, das landet nicht in den falschen Händen, weil da muss man heute sehr vorsichtig sein. Wenn man Geld irgendwo hinschickt, es gibt auf Facebook viele, die dafür werben, Geld zu spenden, aber wir wissen persönlich gar nicht, wer sind die. Und wir wollen ja natürlich auch nicht, wenn wir Geld spenden, dass es zum Schluss in eine Kalaschnikow investiert wird. Auf der letzten Folie 89 blende ich noch einmal ein: Jemen, die vergessene Katastrophe, wo Sie auch die Spendenaktionsmöglichkeit von Jemenhilfe e.V. sehen. Bei eurem letzten Benefizkonzert ging die Hälfte an Oxfam und an Miserior. Auch bei Aktion Jemenhilfe ist sichergestellt, dass das Geld wirklich humanitär den Menschen zugutekommt, die unter diesem Krieg leiden. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute wieder dabei waren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Thema Jemen, das sehr unterbelichtet ist, was seine Bedeutung betrifft. Vom Ausgang dieses Krieges und der schnellen Beendigung hängt ab, auch wie es auf der arabischen Halbinsel weitergeht. Deswegen schauen wir nicht länger weg, machen wir die Augen auf, verhindern wir Waffenexporte dahin, verhindern wir, dass dieser Krieg weiter fortgeführt werden kann. Und helfen wir den Menschen, die unter die Räder gekommen sind. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld.